Der steht da. Der soll weggehen. Was macht der da? Sieht lustig aus, was der da treibt. Hallo! Jetzt kommt er rüber. Das habe ich gewusst. Das war ein Bug, glaube ich. Der will mich doch verarschen, oder? Der soll abhauen. Alter, willst du mich verarschen? Sobald ich die Tür berühre, kommt der. Willst du mich verarschen? Das gibt's doch nicht. Okay, ciao. Kommt er jetzt? Alter, das gibt's doch nicht als... Natürlich jetzt eine Erinnerung! Klar! Run, Bitch, run! Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hallo! Und herzlich willkommen. Wie komme ich jetzt dahin? Zu dem? Ja, lauf, Bitch! So. Hier. Ah, hier ist eine Zünderbüchse. Sehr schön. Ein verstärktes Schloss kann ich. Damit vielleicht? Nein. Schloss muss ich nicht aufbrechen. Es muss doch weiter betätigt werden. Ich hoffe, der Kellerklaus läuft da hinten nicht mehr rum. Natürlich. Hä? Na, ich hab doch... Wir kamen doch gerade von hier, oder? Willst du mich verarschen? Wieso kommt er auf einmal hier hin? Der ist genau da. Ich weiß es genau. Der Drecksack ist genau da. Hallo? Läuft da. Die Gesichtsgrätsche. Geh weg. Lass mich. Aber wo ist denn dieser scheiß Raum, von wo wir fahren das? Ist klar. Aber wir müssen auch da lang, natürlich. Hä? Aber wir kamen noch von hier. Ich blicke jetzt gar nicht mehr durch hier. Ach, okay. Natürlich. Warum denn nicht? Oh Gott, fürchterlich. Oh Gott, wo ist der? Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich habe eine ganz schlimme Befürchtung. Ich höre ihn schon wieder. Geh weg. Ich muss, glaube ich, bei dem rein. Kann das sein? Ich glaube, ich muss an dem... Ich glaube, ich muss bei dem rein, in dem seinem Raum. Das Problem ist nur, ich muss den, glaube ich, irgendwie ablenken. Kommt der jetzt oder nicht?
Warte mal, kann ich ihn ablenken vielleicht? Woher weißt du denn, dass ich hier stehe, Alter? Willst du mich verarschen? Alter! Geh weg, Alter! Wie schnell ist er denn? Willst du mich verarschen? Was ist denn hier? Hier ist nichts! Hier ist nur Öl am Liegen! Weg! Der ist da. Ich weiß es genau. Wie schnell er auf einmal bei uns war. Der Drecksack. VS Hero. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was ist denn hier? Ist das in der Box? Toll. Na, nimm die scheiß... Alter, nimm doch die scheiß Zünderbüchse auf. Was ist denn hier in seinem Raum? Gar nichts, oder? Oder ist hier irgendwas? Psst. Ja, psst, psst, psst. Gar nichts hier. Außer Licht. Obwohl es hier draußen angeblich dunkel ist. Ich versperre den einfach den Weg hier. Hier, schiebt das Brett einfach hier vor. Das Bett. Das Brett vor allen Dingen. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Es geht da bestimmt nicht mehr da lang. Hm. So. Aber wo muss ich hin und wie kriege ich die Schlösser auf? Hier vielleicht runter? War ich hier schon? Oh, 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 Öl, Öl. Meridor 1978. Ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Wieso kriegt ihr Nickel nicht zu? Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. So, ja. Mh. Ah, ja. Mh, mh. Was haben wir hier? Aufgenommen, ein Glas. Ja, das ist super. Wir haben eine Zünderbüchse. Und wir brauchen wahrscheinlich irgendwie... Was kann ich denn? Ein leerer Glasbehälter? Hm. Wer weiß, wer weiß. Was wir damit anstellen können? Wahrscheinlich können wir... Ja, ist klar. Weißt du was, du kannst mich mal so langsam. Ist er trotzdem in seinem scheiß Raum jetzt drin? Warte mal, er könnte doch normalerweise jetzt gar nicht mehr raus, wenn wir das Bett davor gestellt haben. Hier kommen wir eh nicht durch. Warte mal, geht das mit dem Bohrer vielleicht? Das Schloss könnte nicht dadurch... mit Leidenschaft gezogen werden. Ja, okay. Hätte es sein können, dass es funktioniert. Ich wollte es ja nur mal ausprobieren. Tut mir leid. Nee, er ist nicht in seinem Kackraum. Okay. Dann läuft er hier wahrscheinlich rum. Der, Körperklaus, wollte ich schon sagen. Wo geht's denn hier hin? Komme ich hier irgendwie da rein? Lagerraum, okay. Hm. Ich will nicht zu viel Öl verwenden hier. Öl, Öl. Was war das denn? Hier waren wir definitiv noch nicht. Hier liegt ein nackter... Ein nackter Mann rum dem... Guck mal, für die Damen, für die Ladies. Ein nackter Männerarsch. So. Öl gefunden. Yay, super. Kann ich... Warte mal. Kann ich da? Kann ich da? Kann ich...
Ich dachte, ich könnte das Bett auf ihm drauflegen, damit ihn keiner sieht. Hey, anybody, help! Christ, I don't believe this. What? I mean, why? What did I do to deserve this? I mean, it can't be. Do I deserve this? It wasn't my fault. Why did he have to go in there? Don't go into burning houses. He should have known better. Zipfeleinchen, ich grüße dich. Hallöchen. Willkommen zur Let's Play Live Show Billardtisch. Verstehe ich nicht. So. Zack. So, haben wir... Nein, wollte ich gar nicht. Da liegt noch ein gammeliges Brot. Was toter nackter Männerarsch? Ich stehe auf so einen Scheiß. Es wird mir so ein bisschen suspekt gerade. So, zünden wir mal an. Wir haben ja 6 Boxen. Oh, guck mal, ein Zettel. Jawohl. Hallo? Ja, ich möchte ihn gerne selber lesen. Mein Gott. Tagebuch. Eintrag Brandenburg 2. 3. August 1839. Ich fühle mich als... Was war's denn? Warte mal. Ne. Ich... Nee, zähle ich mal lieber nicht. 3. August 1839. Ich fühle mich, als würde ich von der Welt und allen Sorgen davonlaufen. Brandenburg ist ein majestätisches, auf einem bewaldeten Hügel erreichtes Schloss. Diese Türme bis über die höchsten Baumwipfel hinausragen. Die gewundenen Straßen zu dem Schloss erwecken den Eindruck, als entdeckte man etwas längst Vergessenes. Es ist wie eine Reise mit Marco Polo zum versteckten Zandu. Baron Alexander ist ein seltsamer, aber gnädiger Mensch. Er scheint sehr welterfahren zu sein und ist nicht im Geistigen exzentrisch, wie ich es zuerst annahm. Mein Zimmer ist ausgezeichnet und kein Hotel im Umkreis von Meilen ähnelt, dem auch nur annähernd. Wenn die Sonne auf Brandenburg untergeht, hüllt sich sein märchenhaftes Äußeres in unheimliche Finsternis. Alexanders merkwürdige Bediensteten sind nie weit weg. Es sind recht viele und es kommt mir so vor, als würden sie ständig durch das Schloss schleichen. Alexander scheint durch meine Anwesenheit erfreut. Er hat mir zu verstehen gegeben, dass ich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen bin. Das glaube ich wohl. Ich komme auch zum... Erzähl. Was? Geheim? Was? Billardtisch? Achso, Billardtisch. Nee. ich komme auch zum richtigen Zeitpunkt. Guck mal, wer da steht. Hallo? Na du? Er haut ab, Gott sei Dank. Wahrscheinlich in die falsche Richtung. Genau in die Richtung, wo wir wahrscheinlich hin müssen. Warte mal. Ah, mich juckt's gerade. So. Piep, 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 piep. Oh, Alter, furchtbar. Von wo kamen wir denn? Ich hab's vergessen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Find her! Find her! Ja, ja, ich versuch's. Waren wir hier schon? Hier brennt zumindest eine Fackel. Könnte natürlich sein. Ja, guck mal, wer da läuft. Hast du gesehen? Kellerklaus. Hallo, Kellerklaus. Guck mal, wie der am Watscheln ist. So. Das heißt, wir waren hier noch nicht, ne, oder? Ne, warte mal. Von wo kamen wir denn jetzt? Ich. Oh Gott, furchtbar, schrecklich. Ich kann mir sowas nie merken. Wahrscheinlich rennen wir Kellerklaus gleich in die Arme. So, hallo, ich bin hier. Hier lang vielleicht? Wir müssen ja anscheinend noch irgendwas finden. Ich weiß noch nicht was. Zumindest habe ich es wahrscheinlich vergessen. Wo geht's denn hier lang? Hallo? Ist hier nichts. Ah, hier geht's weiter runter. Guck mal einer an. Waren wir hier schon?
Ja, von hier sind wir gestartet, glaube ich, oder? Es lässt sich nicht bewegen. Ah ja. Das Tor ist verschlossen. Und das Schloss sieht in einem ausgezeichneten Zustand aus. Freunde, wo muss ich lang? Wo ist Keller Klaus? Hier waren wir schon, ne? Genau, hier ist der nackte Männerarsch. Hier haben wir die Notiz gefunden. So ein bisschen mal abklappern alles. Wir müssen irgendwas fürs Gefäß finden. Ich weiß aber noch nicht was. Wahrscheinlich für die Schlösser, damit wir die knacken können. Hier waren wir... Da lief der lang, ne? Haben wir noch Öl? Haben wir noch. Vielleicht musst du Steine dran werfen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich will hier lang. Das ist aber nur die andere Seite, ne? Das ist irgendwie... Okay, jetzt lässt sich nicht bewegen. Ich will ungern auch wieder hier zu viel Öl verwenden. Öl, Öl. Ich weiß gar nicht, was dort los ist. Ey. Öl. Ein sehr zerbrechlicher Zustand. Können wir das benutzen? Nein. 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 Haben wir einen Stein hier? Ein Stuhl. Warte mal, geht das? Ausprobieren. Genau so habe ich mir das gedacht. Ach, Kack, Scheiß, Kack. Scheiß auf den Kackstuhl. Ich stelle einfach meine Mitte hin. Und dann habe ich gerade echt Kackstuhl gesagt. Passt irgendwie. Einem Stuhl im Orbit. Singt der Grönemeyer. So, mal gucken, ob der Stuhl hier stehen bleibt. Gehen wir so ein paar Runden. Dann kann ich mir so ein bisschen markieren, wo ich war. Oder auch nicht. Kann man sowas ja nie merken. Da müssen wir immer hin, in den Keller. Ich habe aber keine Ahnung, wie und wo. Warte mal, wir haben hier einen Stein, ne, oder? Kann ich ihn aufnehmen? Nein, kann ich nicht. Ich kriege schon wieder Hunger. Aber hier ist irgendwas... Hier, guck mal. Das kann ich mir hinlegen, den Eimer. Dann weiß ich, aha, in dem Raum oder dem Gang war ich schon. Hier ist nämlich der nackte Mann. Und hier kann ich auch hier den anderen Eimer benutzen. Dann kann ich hier noch einen zweiten hinstellen. Dann weiß ich, aha, in dem Gang... Das ist der Eimergang. So. Und da gehst du nur einmal dran. Vielleicht wäre es so ein Geheimgang unterm Bett, aber hier sehe ich gerade nichts. Hört sich lustig an, dann fällst du darüber. Ja, ich glaube auch. Aber wenigstens weiß ich dann, wo ich war. Hier vielleicht das Bett irgendwie... Ist nichts drunter, okay. Ah ja. Sieht man das von hier aus? Ja, sieht man. Dann weiß ich, dass man da war. Kann ich mir so ein bisschen merken dann. Wo geht's hier lang? Küche. Küche hört sich gut an. Ich habe Hunger. Hier wird's wahrscheinlich in die Küche gehen, aber hier geht's nicht weiter. Also gehen wir hier lang. Verdammt, ich hätte es voll Bock irgendwie auf so einen Döner oder so. Mann. Verdammt. Von hier kamen wir. Kam Nebel. Hier ging die Tür nicht offen. Und da ist... Ja, ja, danke. Ja. Und hier Küche. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht, oder? Nein, hier waren wir noch nicht. Ich will das selber lesen. Du Hegel. Ah, Tagebucheintrag Daniel Brandenburg, Brennenburg
3 von 3. 4. August 1839. Albträume haben mich am frühen Morgen aufgeweckt und ich wusste zunächst nicht, wo ich war. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Alexander hatte meine Schreie gehört und fragte mich, ob ich ihn im Wohnzimmer Gesellschaft leisten möchte. Wir tranken Tee und Alexander begann mir zu erzählen, was er wusste. Es scheint, als dass die Kugel, die ich fand, eine lange dunkle Vergangenheit hat. Es ist nicht nur der mächtige, sondern vor allem ein gefährlicher Gegenstand. Durch eine einfache Berührung werden seine Kräfte zum Leben erweckt und wenn man zu schwach ist, es zu kontrollieren, wird es einen vernichten. Schwerfällig verfolgte der Schatten den Besitzer der Kugel und tötete alles und jeden, der ihm beim Versuch der Kugel zurückzugewinnen im Weg ist. Ich sagte, die Macht der Kugel sei mir egal und dass sie wegwerfen sollte. Alexander riet mir davon ab, da ich noch immer eine Spur zur Kugel sei und daher getötet werden könnte. Mit der Kugel in meinem Besitz hätte ich zumindest eine Chance, mich zu verteidigen, wenn die Zeit käme. Ich fragte Alexander, was er damit meinte, dass er mich beschützen könnte. Er antwortete, es gebe eine Möglichkeit, allerdings zu einem hohen Preis. Okay, wir sind in der Küche angekommen. Ist gar nicht mehr so schlecht die Idee gewesen, um uns zu merken, wo wir waren und wo wir nicht waren. Willst du mich verarschen? Der lief da unten, hast du gesehen? Ich hoffe, wir bleiben jetzt alleine hier mal eben kurz in der Küche. Ein Gefäß. Mit Säure. Ach, hör auf. Er kommt hier rein. Ich glaub das nicht. Er kommt jetzt hier rein. Ernsthaft? Der kann beim Keuchhusten-Wettbewerb mitmachen. Von PT. Ist er weg? Ja, er ist weg. Okay, mit dem Säuregefäß können wir zum Schloss. Die Frage ist nur, welches? Da hinten läuft das, gesehen? Kellerklaus. Hallo. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Darf ich nicht zu lange angucken, dann kommt er wieder hoch. Dann ist weg. Alter. So, wie kommen wir jetzt zum Schloss? Hier lang vielleicht? Oh nein, fuck. Das ist ja der Eingangsbereich. Wir müssen jetzt wieder... Oh, da wo er hingelaufen ist, ne? Oh, verdammt. Jetzt laufen wir ihm genau in den Rücken. Die Frage ist jetzt nur, welche Tür ist das mit dem Schloss? Der wird da bestimmt auf uns warten, oder? Lagerraum. Ich gehe mal zum Lagerraum. Entschuldigung. Guck mal, der Stuhl. Mehr sag ich dazu nicht. Hallo, Freunde. Ah, guck mal an, hier. Können wir hier vielleicht die Säure benutzen? Das würde nichts bringen. Hä? In einem ausgezeichneten Zustand. Ich sag dazu gar nichts mehr. Hier ist eh nichts. Toll. Also gibt's noch... Wo waren die andere Tür nochmal? Er ist wohl drüber gestolpert. Ja, aber natürlich, ich glaube auch, dass er über den Stuhl gestolpert ist. Wahrscheinlich. Und hat ihn dann wahrscheinlich weggekickt. Ah, hier vielleicht. Warte mal, da ist noch eine Tür. Hier vielleicht. Ach nee, hier ist der Stuhl. Hä? Ich bin ein wenig verwirrt gerade. Okay, wir haben keine Zünderbüchse mehr. Ach.
Willst du mich verarschen, Alter? Eingang zur Zisterne. Er ging vorsichtig über das unbekannte Land und sah über eine Schulter zu seinem Kameraden. Der Vorreiter berührte die Krempe seines Hutes zum Abschied.